Lee, hallo, ich probiere gerade mal wieder was aus. Ich habe hier ein Ubuntu 14.04.2 LTS Trusty, aber das ist nicht das Originale. Das ist ein Chromixium OS, also nicht Chromium OS, sondern Chromixium OS. Hier auf DistroWatch ist es mal beschrieben. Der Desktop ist von OpenBox, ja, also der Window Manager. Also ziemlich leichtgewichtig, funktioniert alles prima. Das basiert also auf Ubuntu 14.04 LTS, einer Langzeitversion von Ubuntu. Und da haben wir hier unten anstelle von Unity haben wir hier ein interessantes Dock. Und weil das halt einen Chromium-Browser benutzt und viele, ja, ich sag mal, Google-Applikationen, wie es vielleicht ein Chromium OS hätte, haben sie das einfach Chromixium OS genannt. So, hier findet man zum Beispiel eine Suche, die eigentlich nur dem nützt, der Google-Applikationen nutzt. Da findet man einen Chromium-Browser und eine Möglichkeit, Tabellen zu erstellen über Google, ja, oder YouTube oder Google Drive oder ein Dokument, also eine Art Word zu erstellen, eine Art Excel zu erstellen. Alles über den Chromium-Browser. Dann hat man noch Gmail, YouTube, Google Drive. Gut. Hier kann man aber leider in diesem Menü nicht nach lokalen Anwendungen suchen. Ich hatte mir mal GIMP installiert, GIMP. Da findet man all möglichen Kram, also Suchergebnisse von Google, aber nicht die lokal installierte Applikation, also das Programm GIMP, das man nachinstalliert hätte, ne? Deshalb werde ich mir dann anderen Menüstarter, zeige ich gleich mal, hinzufügen. So, also das Ganze ganz interessant gemacht. Ich finde die ganze Benutzeroberfläche recht interessant und will das mal kurz zeigen. Hier unten unter den Dockies da, ne, unter diesem Dock, da gibt es so blaue Lämpchen ganz unten am Rand, wenn ihr die erkennt, welche Applikation gerade gestartet ist. Mit Schließen kann man die Anwendung schließen. Oder mit dem Häkchen im Dock behalten, kann man sich entscheiden, dass das Programm permanent da bleibt. Als allererstes werdet ihr außer dem Hintergrundbild vielleicht noch auf jeden Fall ein Terminal haben wollen. Das ist standardmäßig da unten in der Leiste nicht drin. Wir drücken Steuerung Alt T, um ein Terminal zu bekommen. Oder ihr könnt auf eine beliebige Stelle im Desktop-Bereich klicken mit Rechtsklick. Und damit Run Command, ein beliebiges Kommando ausführen, entweder extern oder das Gnome-Terminal, wie von Ubuntu bekannt. So, habt ihr das Terminal das erste Mal gestartet, könnt ihr, wie gesagt, es erscheint dann da unten mit Rechtsklick das Ganze im Dock behalten, anklicken und dann bleibt es da. Wie gesagt, alternativ könnt ihr auch extern nehmen. Gut, wir können wie gehabt mit sudo apt-get install zusätzliche Programme installieren, zum Beispiel GIMP. Ist natürlich auch kein Problem, Firefox zu installieren, Fox und Mozilla Thunderbird, Thunderbird. Da. So, wenn ihr nicht Gmail nutzen wollt. Gegebenenfalls sucht ihr jetzt noch so eine Art Systemmenü. Rechtsklick, Control Panel. Das am besten mal maximieren, damit ihr alles seht. Hier seht ihr das installierte für den Chromium-Browser Pepper Flash Plugin Non-Free. Das ist ein Flash Player, ein ja, von Adobe nicht gepflegter Player, sondern von Google. Der ist der Quellcode nicht öffentlich einsehbar. Ne? Also ist aber kompatibel mit YouTube. Und deshalb sind wir da wahrscheinlich von Chromium Webbrowser bzw. dem Projekt Google Chrome froh, dass wir sowas drin haben. Gut, wer sowas braucht, wer es nicht braucht und lieber per HTML YouTube guckt, der möge das nehmen. Gut. Add, Remove und Update Software. Nun, das ist unser bekannter Synaptic-Package.
Package Manager. Hier haben Sie also kein Software Center, sondern wir haben Synaptic. Wunderbar. Hiermit sind wahrscheinlich jetzt schon alle glücklich, die ein Terminal und Synaptic zu ihrem Lebensglück brauchen nicht mehr, können sich jetzt alles installieren, was sie brauchen. Benutzer und Gruppen, ist mir aufgefallen, hat einen zusätzlichen Eintrag, der, glaube ich, unter Ubuntu nicht mehr da ist. Gruppen verwalten. Ja, hier kann man auch noch Gruppen hinzufügen, wie zum Beispiel für VirtualBox die Gruppe VBox Users. Nett zu haben. So, wir haben automatische Updates. Da kann man einstellen, wie wollen wir denn jetzt hier Updates machen. Kommen automatisch auf die Einstellungen dazu. Tägliche Updates. Ja, wir schauen mal in die Paketquellen rein. Interessanterweise geht hier das Chromixium andere Wege. Und zwar sind einige Sachen ja vorinstalliert, aber die Paketquellen davon hat man löblicherweise, finde ich, wieder abgeschaltet, weil man die eigentlich dann nur noch braucht. Hier sind die Paketquellen, wo das mal so ja, installiert worden ist. Diese Paketquellen bräuchte man ja eigentlich nur, wenn man sich zum Beispiel die Sources ansehen wollte, also die Quellcodes oder so. Und Updates gibt es über die Chromixium-Webseite. Da gibt es ein interessantes Feature, denn die machen so etwas Ähnliches wie ein Service-Pack. Ne? Service-Pack für ihr Programm. Ne? Da kann man eine ZIP-Datei runterladen, ist also kein Ding. Eine ZIP-Datei runterladen, die mit unZIP auspacken und vom Terminal aus mit sudo.sp hier zum Beispiel das Service Pack 1 installieren. Ganz interessantes Konzept, macht ja auch nicht jeder so. Gut, habt ihr noch Probleme mit Spracheinstellung? Das ganze Ding ist noch nicht ganz eingedeutscht. Ja, kann man hier noch weitere Sprachen installieren, beziehungsweise Hilfepakete zum Beispiel für GIMP. Ja, zum Beispiel Firefox habe ich installiert und Thunderbird. Und hier werden dann automatisch die deutschen Einstellungen für Thunderbird und Firefox nachinstalliert. Gut. Sprache für Menüs und Fenster habe ich mich für German entschieden, habe die englischen Sachen rausgeschmissen. Hier waren teilweise noch Sachen von Italien und Portugal dabei, brauche ich wirklich nicht unbedingt. OpenBox haben wir hier. Können da verschiedenste Themes einstellen. Das ist alles für die Theme-Freunde. Sehr gut, ne? Wer gerne mal was anderes auf dem Desktop hat und ein bisschen herumfummelt, der kann hier sehr schön noch basteln. Zum Beispiel haben wir hier die Möglichkeit, bis zu 4 Desktops uns hinzuzufügen. Jetzt sieht man die hier unten nicht unbedingt. Also dieses Panel da unten kann man noch einstellen. Man kann zum Beispiel weitere Erweiterungen hinzufügen. Mit hinzufügen, zum Beispiel ein Menü, das ihr wahrscheinlich schmerzlich vermisst habt, weil ihr das blöde Suchending habt, was nur Chromium-Sachen findet, hinzufügen. Jetzt hätte ich hier ein Menü, wie man es von älteren Ubuntu-Versionen gewohnt ist. Man kann, hier habe ich mir Thunderbird nachinstalliert, Chromium-Webbrowser. Hier habe ich ein ganz normales Menü, brauche nicht mit Rechtsklick Applications da immer rumfummeln. Hinzufügen wollten wir auch noch einen Arbeitsflächenumschalter, einen Desktop-Pager. Das ist das Ding, was mir erlaubt, hinzufügen, schließen, dass ich einen Arbeitsflächenumschalter habe, wie vielleicht von der alten Ubuntu-Version gewohnt. Haben wir also alles da. Was wir brauchen, wir hätten ein Menü zum Starten. Wir können uns auch neue Panels hinzufügen, neues Panel anlegen und das so positionieren, wo es uns gefällt. Es muss ja nicht unbedingt da sein. Gut, dieses Ubuntu Apps Directory ist eigentlich nur, da öffnet sich eine Webseite von Ubuntu. Da findet man all möglichen Kram, also ich brauche es nicht. Hier habe ich sogar zweimal angeklickt. Also wenn man sich von hier aus GIMP installieren wollte, kann man das gar nicht. Das passend zu der Version Trust, die da kommen, irgendwelchen Krempel, ne? Irgendein Buch oder so. Also dieses App Directory kann man
Changing Theme, das interessiert euch wahrscheinlich mehr. Ich kann das Chromixium-Thema behalten oder mir anpassen. Ich habe da oben schon so ein bisschen dunkel gemacht. Das Icon-Thema kann man anpassen. Hier gibt es auch von Chromixium etwas Dunkles. Ne? Also wenn man Files startet, also Dateien, dann sieht das so ein bisschen dunkel aus. Wem das nicht gefällt, kann sich andere Themes, zum Beispiel das Gnome-Theme, hier aussuchen, den Mauscursor anders einstellen und hier die Window Borders, also die oberen Ränder vom Fenster, habe ich mir auf Numix gestellt. Das fand ich ganz pfiffig, sieht so ein ganz bisschen anders aus wie bei allen anderen. Über den Font könnte man hier auch noch Einstellungen machen. Andere Einstellungen sind hier große Icons und so weiter. Hier zum Beispiel für die Standardschrift habe ich mir größer gemacht auf 14. Auch bei den Window Borders war es mir gelungen, eine andere Größe einzustellen, und zwar über die Titelbar. Und da eine andere Schriftart ausgewählt, Ubuntu Medium 20, schon sah das ein bisschen pfiffiger aus. Man hat natürlich hier auch noch eine ganze Menge anderer Desktop-Hintergründe. Dieser Desktop-Hintergrund ist ja der meine. Ganz gut gelungen, ganz nett. Gehen wir auf Apply, sehen wir, dass das hier ganz witzige, schöne, interessante Hintergründe sind. Hier kann man sich dann aussuchen, ist das skaliert, zentriert das Bild oder zoomt oder wie auch immer, nimmt es den ganzen Bildschirm ein oder nur, ja, wenn man zwei Monitore hat, so wie ich, den ersten oder den zweiten, finde ich gut gemacht. Also es gibt schöne, viele versteckte Optionen. Was nicht funktioniert hat, es gibt zwar einen Eintrag, vielleicht finde ich es wieder, und zwar die Ubuntu Restricted Extras zu installieren. Allerdings funktionierte das bei mir nicht. Und zwar, wo war das? Es gab einen Eintrag, wo man direkt die eingeschränkten Extras von Ubuntu hinzufügen konnte. Ich sehe es jetzt im Moment nicht. Jedenfalls funktioniert das nicht, weil man bei den eingeschränkten Extras ja noch einmal Enter drücken muss, beziehungsweise die Fonts bestätigen muss, wenn man die installieren will. Das funktioniert ja von der grafischen Benutzeroberfläche nicht. Es ist also noch ein bisschen Anpassarbeit nötig. Die Dinge, die ich nicht brauche, brauche ich nicht im Dock behalten, obwohl ich ja auf YouTube bin und auch diese ganzen Dienste nutze. Auch diese Suchlupe brauche ich nicht. Meinetwegen den Chromium Webbrowser könnte ich im Dock behalten, will ich aber nicht. Mir genügt Dateien, mein Terminal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Firefox Webbrowser haben will, kann ich das hier über mein Menü. Ich habe mir den Firefox Webbrowser ja nachinstalliert. Und nachdem er das erste Mal gestartet ist, erscheint er hier unten. Und ich sage mit Rechtsklick im Dock behalten. Jetzt bin ich beim Firefox und nicht mehr beim Chromium, wenn ich das so will. Das gleiche für dann zum Beispiel Thunderbird, sofern ich das installiert habe. Und dann habe ich da unten mein eigenes Dock. Ich muss ja nicht ein Chromixium so nutzen, wie Chromixium sich das gedacht hat. Ich kann ja auch, ne, im Dock behalten Firefox nehmen und Thunderbird und habe ein interessantes, anderes Ubuntu-System, das auf Ubuntu 14.04 in der Langzeitversion basiert und dann mit OpenBox als anderen Window-Manager dann daherkommt, damit man andere Fenster sieht. Gut, finde ich ganz witzig, werde ich jetzt mal eine Zeit lang benutzen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.